Was geht ab, YouTube? Heute Kreuzheben. Hoffentlich 250 Kilo. Wuhu! Wow! Ja, ich mach 260. Mach mal 260. Ist ja relativ easy heute. Ja? Möchtest du uns dein Frühstück verraten? Ohne Scheiß, ich hatte zwei Toast mit Nutella. Und ein Glas Milch. Ah ja. Merkt euch das. Also Leute, wenn ihr auch mal richtig Gas geben wollt, das ist euer Frühstück. Und ich habe mein Pre-Workout mit Apfelsaft gemischt. Ja, die waren voll gut. 280? Nee, es reicht. Also ich könnte 280 heben, bin ich mir auf jeden Fall sicher. Aber das ist dann außerhalb der API. Also ich würde dem jetzt so eine 6 bis 7 geben. Ja, würde ich auch. Ist ein Ticken zu leicht vielleicht. Also im Plan steht 7. Ich könnte ein bisschen mehr, aber ich habe 260 seit Monaten nicht gehoben. Von daher, wir belassen es dabei. Na gut. Safety first. Yes. Marco, du hast ja jetzt Easy Peasy 260 gehoben. Aha. Wo bekommt man denn vielleicht das Wissen her, um auch mal ansatzweise so viel heben zu können? Auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben da so ein tolles Video gemacht, wo ihr Kreuzheben lernt. Ich habe meinen Bruder Marc gecoacht. Ihr seid live dabei und wir gehen ja, auf alle wichtigen Punkte ein. Also ihr könnt euch allerhand Tipps und Tricks abschauen, wie man einen starken Deadlift bekommt. Und wo finden die Leute das Video? Hier oben in der Ecke. Genau, wenn ihr da klickt. Ja. Ja. Und wir haben noch zwei kleinere Videos gemacht, wo wir ja so auf die größten Fehlerquellen eingehen beim Kreuzheben. Spannung im oberen Rücken und Hüftstreckung. Genau. Also wenn ihr da auch irgendwie Schwierigkeiten habt, wir sind bewaffnet. Also nach dem Single-Folge jetzt noch Dropsätze? 2x4 mit 2,20 machen wir jetzt Dropsätze. Und dann machen wir Defizit Pendel Rows und Defizit rumänisches Kreuzheben. Richtig gut heute, heftig. Richtig cool heute, sagt er. Ja! Das Ganze jetzt noch einmal. Wir haben euch übrigens einen geilen Expertentipp für euch heute. Und zwar zeigen wir euch, wie ihr beim Kreuzheben einen extrem starken Griff bekommt. Das klingt gut. Mit nur ein, zwei kleinen Änderungen. Ja. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, der schon mal Kreuzheben gemacht hat, dass sich da gerne mal Die Hände aufgehen, ja. Genau. Und damit der Griff nicht der limitierende Faktor ist, werden wir euch heute erleuchten. Sozusagen. Alles klar. Gut. Gut. Das war geil. Es ist soweit. Wir kommen zum Expertentipp der Woche. Und des Tages auch, natürlich. Wir haben euch ja versprochen, dass ihr einen extrem starken Griff bekommen werdet. Und wir versprechen nicht zu viel. Mit ein paar Kleinigkeiten könnt ihr den Griff um 1000% steigern. Und zwar
Wenn ihr Anfänger seid, werdet ihr wahrscheinlich das erste Mal einfach intuitiv so von oben greifen. Also beide Hände von oben über die Stange. Der Doppelüberhandgriff. 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 Kannst du dir eins raussuchen, Timo? Und zwar, der Griff ist am Anfang okay. Er stärkt die Hand, stärkt die Griffkraft. Aber die Stange wird sich früher oder später zwangsläufig immer aus der Hand rollen. Und dann wird der Griff der limitierende Faktor sein. Das Erste, was ihr ändern könnt, um den Griff viel, viel stärker zu machen, ist, ihr nehmt eine Hand in den Untergriff. Also ihr greift einmal Hand von unten, eine Hand normal von oben. Und was das macht, ist, das kontert diese Drehbewegung der Stange. Wenn ihr beide Hände von oben greift, wird die Stange sich so rausdrehen. Wenn ihr aber jetzt hier gegen greift, dreht ihr quasi in die entgegengesetzte Richtung. Also hier dreht ihr so, hier dreht ihr so. Also, ne? Ja. Und dann dreht die Stange sich nicht raus. Extrem starker Griff. Absolut, kann ich bestätigen. Kleiner Nachteil bei dem Griff, es kann sich ein bisschen komisch anfühlen. Und wenn man so unbeweglich ist wie ich, ich kann es einfach demonstrieren, ich kriege meine Hand nicht quasi dicht deinen Körper, ohne voll rumzudrehen. Das ist jetzt hier zu Ende. Meine Güte. Das heißt, was ich machen müsste für den Untergriff, ist mich quasi, also, oder ich greife hier außen. So, das, ich kann halt so nicht greifen. Ich habe früher immer so gegriffen, mittlerweile geht das nicht mehr. Was ihr dann machen könnt, um den Griff noch besser zu machen, eigentlich ist das der einzig wahre männliche Griff, ist der Hook Grip. Ihr greift dann auch mit beiden Händen von oben, dann umklammert ihr die Stange aber mit dem Daumen, ich zeige es euch immer von der anderen Seite, fast so rum. Also im Prinzip nehmt ihr euren Daumen als Haken. Ihr legt den Daumen um die Stange und greift mit dem Rest der Finger um den Daumen rum. Ja, daher auch Hook. Hook Grip, also ihr hakt den Daumen so um die Stange. Und der Griff ist, wenn man den drauf hat, extrem stark. Und mit Schmerzen verbunden. Ja, tut halt mega weh, ne? Weil man quetscht sich halt den Daumen an. Fast das ganze Gewicht liegt halt auf dem Daumen und das tut weh. Aber funktioniert sehr gut. Das sind eure drei Möglichkeiten. Doppelüberhandgriff, der schwächste von allen. Kreuzgriff, wenn man die nötige Griffkraft und Beweglichkeit hat, auch extrem starker Griff. Und ansonsten halt der Hookgrip. Muss man sich natürlich dran gewöhnen. Was man auch machen kann sonst, sind Zughilfen. Mhm. Das kann ich auch noch einmal zeigen. Also kleines Zughilfen-Tutorial. Wenn ihr die Dinger um Handgelenk habt, wollt ihr, dass die Schlaufe so nach innen läuft. Also wenn ich die so über die Hand lege, sollte der natürliche Verlauf der Stange, der Schlaufe so über die Hand sein. Okay, das heißt links, rechts ist nicht egal. Und hier kommt die Schlaufe halt von hier und davon da, von der Seite. Und wenn ihr euch um die Stange wickelt, ist immer wichtig, dass ihr von euch weg wickelt. Also die Schlaufe zeigt von euch weg, wenn ich jetzt rumwickle. Falsch wäre also, wenn ich jetzt von oben so rumwickle. Okay, weil so ist die Schlaufe, zeigt sie zu mir hin. Wenn ihr so wickelt und zugreift, dann dreht sich das auch wieder raus. Das heißt, von euch weg. So rumwickeln und dann am Ende könnt ihr immer so ein bisschen stramm ziehen, indem ihr nachgreift und rumdreht. Und so ist es halt auch bombenfest. Sehr gut. Wieder was dazugelernt. So ist es. Also macht eure Hausaufgaben und dann werdet ihr einfach stärker. Ja, und ansonsten probiert beides mal aus. Beides, alles. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr zum Hookgrip sagt. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit Pendlay Rows. Eine Sache noch zum Thema Griff. Wenn ihr mit oder wenn ihr irgendwo trainiert, wo man Magnesia benutzen darf, dann entnehmt natürlich auch Magnesia. Also das erhöht die Reibung, weil die ganze Feuchtigkeit quasi aufgenommen wird und das ist halt einfach weniger rutschig. Also wenn ihr im Fitnessstudio trainiert, die das erlauben, dann auf jeden Fall Magnesia nehmen. Ihr könnt ja so Flüssigkeit oder sowas kaufen, nur so ein bisschen um die Hände und das verbessert den Griff halt auch ungemein.
Oh. Jetzt steht ja rumänisches Kreuz immer auf dem Plan. Genau. Was ist da so die Besonderheit? Der Weg ist besonders lang. Also Sumo Kreuzheben hat ja einen recht kurzen Weg, dadurch, dass man sehr breit steht. Und um das so ein bisschen auszugleichen, mache ich jetzt rumänisches Kreuzheben. Und aus dem Defizit. Also ich muss von sehr tief unten einen sehr langen Weg heben. Ist halt besonders gut für Muskelaufbau. Mhm. Aha. Und da ich ja, also ich trainiere momentan ja schon sehr spezifisch mit den Singles und so. Ich bin ja schon in der Kraftphase und werde ja auch deutlich stärker. Aber ich habe jetzt trotzdem keinen Wettkampf in Sicht. Also habe ich immer noch solche Übungen drin, rumänisches Kreuzheben oder einbeinige Beinpresse oder so. Einfach um der Muskulatur auch genügend Reiz zu geben, um zu wachsen. Ich mache so momentan so ein bisschen beides. Schon in der Kraftphase, aber halt noch nicht so all in sozusagen. Ja, dann leg mal los. Auf geht's. Und eine Sache beim rumänischen Kreuzheben. Also ihr könnt das Gewicht jedes Mal wieder absetzen, muss man aber auch nicht. Es gibt viele, die gehen auch nur mit dem Gewicht runter bis unter das Knie. Wichtig beim rumänischen Kreuzheben ist aber, ihr wollt wirklich dominant die Hüftstreckung trainieren. Das bedeutet, ihr wollt so wenig wie möglich das Knie vorschieben. Also sonst, wenn ich konventionelles Kreuzheben mache, ist meine Startposition ja irgendwie so. Recht weit Vorschub im Knie, um halt unten gut rauszukommen. Weil je mehr ihr das Knie vorschiebt, desto mehr benutzt ihr halt auch den Oberschenkel. Beim rumänischen Kreuzheben wollt ihr genau das nicht. Ihr bleibt also mit den Knien hinten und mit der Hüfte draußen. Geht schön tief so runter. Das zieht schön hier hinten im Oberschenkel. Okay, das ist halt auch so eine Kleinigkeit, die schon großen Unterschied macht. Und genau das machen wir jetzt. Angelaufen. Drückt im Kopf. Hab gesehen. Alter Schwede. Boah, also Kreuzheben ist durch. Ich mache jetzt noch ein bisschen Bauchroller, ein bisschen Beinbeuger und dann war's das. Mhm. Ja, ganz schön fertig gemacht, das rumänische Kreuzheben, oder? Junge, es hat voll geknüppelt. Wenn ihr euch fragt, wie ihr auch so ein eigenes Training konzipieren könnt, dann schaut doch mal das Video von letzter Woche, das wir hochgeladen haben. Da erkläre ich nämlich meinen eigenen Trainingsplan, wie ich so mein eigenes Training planen würde. Könnt ihr sicherlich den einen oder anderen Tipp aufgabeln. Ne, verlinken wir euch hier. Oder, Timo? Also es erscheint gleich im Outro. Alles klar. Gut. Ansonsten denkt dran, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Alles klar. Tschüss.